Ja, schon wichtig. Sonst kann ich, kann ich gar nicht auf die Reise, wenn ich hier ein Flugticket nicht zahlen kann oder so. Und das Zweite ist halt, es kommt darauf an, wie viel ich Budget habe, was ich für ein Budget habe, was ich machen will. Im Land selber führt ja jeder Austausch mit Geld zum Kontakt mit der Bevölkerung. Wenn ich vom Merit eine Banane kaufe in Indien oder in Peru ein Busticket, ist das immer noch ein schöner zwischenmenschlicher Dialog. Das ist das Geld, das ist wirklich ein wichtiger Teil, ja. Ja, beides. Ja, Bargeld und Karte. Aber bei mir ist das Wichtigste, kaum bin ich im Land, ich habe schon vorher, ich habe einfach 100, 200 Dollar oder Franken gewechselt in der Lokalwährung im Hosensack Cash. Und im anderen Hosensack habe ich keine Karte. Und es gibt ja Leute, die immer ihren Daypack bei sich oder den Pass drinnen und das Geld drinnen und so eine Stadt anschauen und eine Region. Und das finde ich eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert. Das Schöne ist, das hat sich auch geändert, das ist noch wichtig, der Schweizer Franken hast du noch vor 20, 30 Jahren noch nicht in jedem Land umtauschen. Das war wirklich der Dollar heilig, Cash. Und heute kommst du mit dem Schweizer Franken in jedem Land durch, zum Wechseln.